Hallo, hallo, ja, ich sag schon mal hallo auf YouTube. Angezockt. World Turtle. Das Spiel, ich weiß nicht, wer es kennt. Ich nicht. Wir gucken uns das jetzt gemeinsam an. Es ist ein Aufbaustrategiespiel. Warte mal, ich lese mal so ein bisschen was vor. Das Copy-Paste, das gucke ich mir einfach mal ab von Steam. Größtenteils positiv. Es ist am 15. April 2024 erschienen. Das ist also noch nicht so lang draußen. Und es ist von Siogi Mission. Das ist der Entwickler. Ich weiß es nicht so richtig. Freedom Games ist der Publisher. Ja, gibt's auf Steam schon, wie gesagt, kostet auf Steam 20 Euro. Wenn ich das hier so richtig sehe. Genau. Und es ist ein, ja, in die Simulation Strategie. Also wir müssen auf dem Rücken einer Schildkröte, ne, jetzt kommen die ganzen Flachwelt-Theoretiker wieder hier um die Ecke. Ja, wir bauen auf dem Rücken einer Schildkröte, bauen wir eine Stadt auf, eine Welt auf, ich weiß es nicht. Und wir gucken uns das einfach mal an. Ich bin auf alle Fälle schon mal hell begeistert, es gibt Twitch-Integration. Ich vermute mal, das sind dann die Einwohner. Gucken wir uns an, ne? Fortfahren. Laden. Tutorials. Lernen an einer Reihe von Szenarien, wie man World Turtle spielt. Ich denke, das ist genau das, was wir am Anfang machen sollten. Und hier fallen irgendwelche großen Schneebälle gerade auf die Turtle. So sieht sie aus von oben. Die Sonne kreist quasi um den Panzer, ne? Für alle Astrologen und Astronomen unter euch, ne? Jetzt haben wir es hier wirklich schwarz auf weiß. Neues Spiel, nee, Tutorial. Ich fange mal an mit dem Ressourcen-Tutorial und dann bauen wir uns einfach mal so ein bisschen, oder dann spielen wir das Ganze mal hier so ein bisschen durch, ne? Okay, das wird alles auch schön eingefärbt. So, werde ein Teil der Reise. Ich bin gespannt. Was ist denn das? Vogtanpassung. Es ändert sich bloß nichts, ne? Ich nehme mal den dunklen Hut. Okay, Gesicht ändert sich. Ja. Kann ich den auch drehen? Nee, kann ich nicht. Schade. Von der Statur her, wir sehen so aus. So. Ich habe keine Ahnung. Der hat doch den schönen Blick, oder? Kinder Landvogt. Du musst einen Hut auswählen. Ich hab schon. Ach so. Guten Morgen. Ja, okay. Jetzt hab ich. Ja, das ist... Nee. Okay. Das ist es doch, oder? Aber dann eher so. Nee, oder? Warte. Ich geh nochmal schnell durch. Könnt ihr doch einfärben. Würde ich feiern. Machen wir so, ne? So, der braucht natürlich einen Bart. Gott. Sehr interessant. Das sieht falsch aus. Ich mach mal... Ich weiß auch nicht. Ich mach mal... Das sieht alles komisch aus. Was ist denn das? Ich mach mal den hier, oder? Ich mach mal den. So. Dann. Ach so, wir haben ja auch noch Haare, ne? Also hätten wir eigentlich, hätten wir einen Hut. Hätten wir keinen Hut, dann hätten wir Haare. Das ist es doch, oder? Ne, ich sehe den hier, ne? Da, das ist er hier. Ich hab Feuer gemacht, hoho. Ach,
28++. Wir machen weiß wie meine Seele. So rein. Okay. Da dürfen wir aber keinen Hut aufsetzen, ne? Naja, doch, geht. Geht. Könnten wir also auch so machen. Ja, komm. So. Zeig Füße. Nee. Warte. Ja, sehr schick. Ja. Nein. Okay. Ja, den nehme ich mal, ne? So, Namen eingeben. Ja, vielleicht sollten wir es doch nicht so übertreiben hier, ne? Vogtanpassung. Namen eingeben. Ach so, Name. Ja, guten Morgen. Hat gewisse Ähnlichkeit mit dem Streamer. Hey, das ist frech. Lord Keen der Erste. Bei Kopfbedeckungen war das schon zweimal. Das finde ich gut. Mal sehen, ob es reinpasst. Oh, ich habe mich, glaube ich, verschrieben. Lord Puddington. Aber dann müssen wir es auch hier machen. Dann müssen wir hier machen, ne? Definitiv. Okay, das finde ich gut. Lord Puddington beschreitet den Rücken der Schildkröte. Und wir befinden uns. Good day, fellow Meep. We have chosen this plot of land to make our stand. Our founders include builders, woodcutters, and stonemasons. And they are eager to start gathering the resources we will need to build up a sprawling realm for the neighboring tribal camps to unite around. Im Moment störe ich hier am wenigsten, ne, mit der Kamera. Dann hau ich mich mal hier rüber. Gibt es irgendwo Commands für den Chat? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Das, warte mal. Warte. Wenn wir, ich komme mit Escape nicht ins Menü. Okay, das ist weird. Spieloptionen. Achso, ich muss erstmal hier, okay. Klicke auf. Wir gucken gleich mal, ne? Mail Meep. Ach, Haru, du hast schon was rausgefunden? Mail Meep und Female Meep. Dann könnt ihr quasi eure. Alles klar, dann werdet ihr hier quasi mitgeboren auf dem. Also, wir befinden uns jetzt gerade von der Lage her so ein bisschen am Arsch der Schildkröte. Wir gucken mal, wo wir hier am Ende stehen. So, also guten Tag, geschätzter Meep. Wir sind ein Meep. Jeder darf jetzt mal Meep machen im Chat. Wir haben dieses Stück Land ausgewählt, um uns zu beweisen. Unsere Gründer umfassen. Ist das Gründerzeichen oder was? Unsere Gründer umfassen Bauarbeiter, Holzfäller und Steinmetze. Die es kaum erwarten können, die Ressourcen zu sammeln, die wir benötigen, um ein weitläufiges Reich zu erschaffen, dem sich unsere benachbarten Stammeslager anschließen können. Construct a woodcutter's cabin and a stonemason's cabin to get our realm on track to greatness. Alles klar, wir müssen eine Steinmetzhütte, eine Steinhützmette. Eine Mette finde ich aber auch gut.
also Matt ist generell immer, ne, das Mittel der Wahl, eine Steinmetzhütte und eine Holzfällerhütte müssen wir bauen. So, sammeln und besiedeln. Holzfällerhütte und Steinmetzhütte. Okay, dann fangen wir mal beim Holzfäller an. Der macht, glaube ich, Sinn in der Nähe von Wald, ne? Ich sehe das jetzt hier irgendwie. So ist es vielleicht ganz cool, ne? Olli, ich grüße dich. Bei Matt habe ich ihn aufgeweckt hier. Guck mal. Können wir es auch rotieren? Nee, geht nicht. Zumindest habe ich es jetzt noch nicht. Ich hau den mal hier hin. Und Le Steinmetz. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Holzfäller richtig gesetzt haben. Have a look around the terrain to get an idea of the interactions to expect. Ja, okay. That we currently have excess supply, appeal and order capacity to support more meats, but not enough housing. Luckily, some housing is in production. Okay. Auf dem oben rechts siehst du das überschüssige. Wir haben überschüssige Versorgung. Baue Fischerhütten und Farmen, um die Anzahl an zusätzlichen Meeps mit Nahrung versorgen zu können. Versorgt werden können zu erhöhen. So rum. Und überschüssig Anreiz. Wir bauen eine sehr reizvolle Siedlung auf. Warte mal, können wir jetzt vielleicht? Nee, wir kommen hier nicht raus, ne? Mit Escape geht nicht. Ich muss erst dieses Tutorial hier spielen. Ein Miep halt. Bin ich jetzt ein Miep? Was ist ein Miep? Ein Miep ist hier. Miep ist sowas hier. Miep Milto und Miep Chose und Miep Kane und Miep Priet. Und Miep Ernten. Ah nee, das ist kein Miep. Warte. Miep Charme. Miep Lord Pudding. Wir haben hier unseren Lord Pudding. Chief Monkey. Was? Chief Monkey Sam. Chris Zukowski. Was? Bis jetzt habe ich aber doch... Ah, warte mal, hier unten. Was ist denn das? Stammesmitglied. Wir haben hier die Hette. Die nette Hette. Wer hätte die nette nicht im... Briefkasten. Okay. Wo sind wir? Ich habe das bis jetzt noch nicht entdeckt, muss ich jetzt ehrlich sagen. Wir gucken mal, was hier noch so passiert. Ich würde auch gerne mal nochmal in die Einstellungen reingucken. Soweit ich weiß, geht es nicht im Tutorial. Alles klar, okay. Dann müssten wir also eine neue Map anfangen. Ich will aber trotzdem... Oh Gott. Kann ich noch weiter ranzoomen? Nee. Aber die Kühe sehen ja... die sehen ja kult aus, okay. Hunde rennen hier auf alle Fälle schon massenweise rum. Wir haben hier, weiß ich nicht... Alles klar, Errungenschaft. Wir haben hier einen Steinmetz. Ganz rechts oben siehst du das. Reeves are directly controllable senior official meeps with the responsibility of keeping the realm ticking over smoothly. Depending on the skills they master, they may lead trading or diplomatic expeditions, assist in the harvesting of resources or manipulate terrain to keep infrastructure safe.
However, sometimes the success of the realm rests on the simplest of tasks. Three, you are no match for my axe. Also, direkt steuerbar. Okay, das ist interessant. Größe ändern. Ach so, von dem Fenster. Ich dachte von dem Meme. Meme. Ich habe eben meinen Namen gesehen. Was? Geht das wirklich? Warte. Warte. Hier ist plus Lord Pudding. Bis jetzt habe ich es noch nie. Also ich weiß nicht, ob... Bei den Tieren wird es ja wohl nicht sein, oder? Ah, hier, guck mal doch. Guck mal, das geht doch. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Du hast eingegeben... Mail Meep. Okay, dann ist es auch relativ einfach zu erblicken, wer da schon dabei ist, ne? Wenn hier so ein fettes Twitch-Icon danach ist. Gucken wir mal, ne? Ob dann hier noch mehr dazu kommen. Zusammengeschrieben. Dann haben sie es geändert. In der First Alpha ging es halt nur im Tutorial. Ging es nicht im Tutorial. So, welche Fähigkeiten sie gemeistert haben, können sie zum Beispiel diplomatische oder Handelsexpeditionen ausführen, beim Ernten von Ressourcen helfen oder das Terror beeinflussen und so weiter. Ich klicke mal weiter. A burning campfire at the Founder's Hex increases appeal and order in the realm. Let your Reeve tend the campfire up to its full capacity. Sorge dafür, dass Lord Pudding sich ums Campfeuer kümmert. Hege Lagerfeuer. Verstanden. So, der hält jetzt hier. Ja, ich habe Feuer gemacht. Ich hab's doch schon gesagt, ne? Reeves can learn various skills from specialized meeps, allowing them to perform a wider variety of tasks. Let your Reeve acquire the skill of woodworking, then apply the acquired skill to harvest wood. Oh, hier entsteht Mais, guck mal. Sure. Lager benötigt Holz, aber wie mache ich das? Mhm. Lord Pudding. Zoom. Zum Zentrieren für Einheiten, Flugkamera, zum Zoomen, zum Umherschwenken. Erlernt Fähigkeit. Warte mal, Nachrichten ausblenden, Ziele ein- und ausblenden, Nachrichten, Diagrammübersicht. Ich habe ja jetzt hier schon drauf geklickt, ne? Ausreichend gehegt. Okay. Rundflug ausprobieren. Informationen. Die Mietlehrlinge. In deinem Bereich arbeiten. Kapazitäten. Grundressourcen. Wie kriegen wir das aufwertbare Gebäude? Nee, wollen wir nicht. Baumenü wollen wir nicht. Versorgungsübersicht. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Kohlköpfe, Mais und Fische. Okay. Unter Plus, Steinmetz haben genügend Erfahrung gesammelt in der Aufgabe. Scherbenhaufen. Was? Got it. Kann ich den nicht hier in den Fokus setzen? Also hier oben in die Minimap? Weil hier springen wir ja hier rüber. Ach! Das sind einfach bloß, die kann ich da oben anpinnen, um zu beobachten. Das geht nur bei mir nicht irgendwie. So, wie kriege ich dich jetzt denn dazu, dass du hier mal so ein bisschen Holzfällerfähigkeit, oder Holzverarbeitung lernst? Right. Right. On it. Ah!
Okay, ich kann mit dem rumlaufen, das ist cool. Holzverarbeitung. Warte mal, wir haben doch hier Holz, ne? Nee, das ist nicht Holz. Terrain. Sammeln. Sammeln, Fortschritt und so weiter. Nee, geht nicht. Besiedeln, erkunden, Gebäude errichten. Okay. Holzverarbeitung. Hier ist Holz. Mach mal. Ich glaube, jetzt haben wir es. Genau, wir müssen auf diese Holzfällerhütte draufklicken. Okay. Fähigkeit lernen, Holzverarbeitung, das machen wir gleich. Und horten. 12 Holz müssen wir horten, okay. Ehe da ist, ist kein Wald mehr da. So, wen haben wir denn hier so? Haben wir schon mehr Leute hier im Dörfchen? Bis jetzt ist nur Ede hier, ne? Harry, ist auch wieder da. Harry ist auch wieder da hier mit dem... Oh Gott. Nee, wie kann ich denn... Kann ich drehen? Nee, kann ich nicht. Dreh dich mal um. Das sieht von der Seite so aus, als gibt es gewisse Ähnlichkeiten. Male Meep und Female Meep gibt's. So, machst du jetzt hier irgendwas? Fähigkeit lernen? Ach, hier, sammle Bäume. Ah, Kelly. Es wird. Oder auch Miep. Miep ist dann durch. Zufällig, ne? Würde ich mal sagen. So, wir sind immer noch hier oben. Deine Erkundung hat ein Lager mit unfreundlichen Mieps aufgedeckt. Jeder Gebäudetyp hat 2 spezielle Aufgaben, die freigeschaltet werden, wenn die Mieps gemeinsam Erfahrungen sammeln. Okay. Die unfreundlichen Mieps sind dann hier unten, ne? Warten wir mal ab. Priorisiere Ressourcenernten. Wo ist denn hier mein Lord? Wo ist Lord Pudding? Lord Puddington natürlich. Der hängt schon wieder am Feuer rum. Ach so, der bringt das Holz dann gleich zum... Ah, ich verstehe. Andi, willkommen zurück. Ich verstehe. Okay, können wir das ein bisschen beschleunigen? Wir haben 6 Holz gesammelt. Ja, so macht das gut, ne? Das ist doch hier schon ziemlich... So, was haben wir hier? Die gehören nicht zu uns, ne? As long as we have excess capacity and enough goodwill, Meeps from the surrounding tribal camps will join our cause. This, in turn, reduces excess capacity and increases our future needs. We can expand on the territory we are able to develop by constructing builder's yards near the borders of our realm, which are indicated by small flags. Gather enough wood and stones, then construct a builder's yard to expand in a promising direction. Mhm. Also, be on the lookout for wild crops that could be harvested. Alles klar, verstanden. So, was haben wir denn hier? Bauernhof kostet unendlich viel. Okay, wir brauchen... Aber warte mal, wir haben doch Holz und Stein. Effekt +2. Das heißt, wenn wir den hier unten irgendwo hinsetzen, können wir unser Gebiet erweitern? Oder wie ist das gemeint?
Hier oben würde es mir eigentlich gefallen. Achso, hier drüben wäre natürlich eine sinnvolle Stelle, ne? Hier blinkt es ja auch. Hinweis. Ich baue das direkt mal auf den Hinweis hier. Meeps will automatically harvest resources closest to their homes, whenever their current task priorities lead them to perform a harvest task. They can, however, be persuaded to focus on other specific areas. In addition, all woodcutters within range of a specific clump of trees can be persuaded to prioritize harvesting these trees. Daraus können alle Holzfäller in Reichweite vorübergehend gezwungen werden, diese Ressourcen priorisieren. Aber ist das noch in Reichweite? Ich bin mir da nicht sicher. Wird ignoriert, pflanze Bäume. Nö, warum sollen Holzfäller auch Bäume irgendwie priorisieren, ne? Aufgaben? Anbauten? Die UI ist noch ein bisschen, ist teilweise ein bisschen überladen, muss ich sagen. So, ich glaube, die Musik ist auch spannend, weil ich höre da. Ich höre da irgendwie Musik raus, die unter der Creative Commons Lizenz läuft. Bin auch also wieder weg. Schönen Abend euch noch. Benjo, Dankeschön fürs Einschalten und dir natürlich noch einen schönen restlichen Feiertag. Und wenn du willst, bis Wochenende dann. Oh, finish building. Oh, we finished the building. Let's get building. Ja, wir haben. So, was haben wir denn hier? Really going to make these windows pop. Meeps ernten automatische Ressourcen. Achso, das haben wir schon. Let your reeve acquire the skill of stone cutting. Then apply the acquired skill to harvest stones and shards. Okay, also wir werden jetzt hier so ein Multitalent, ne? Wandern wir mal hier rüber. Wir sind jetzt schon ausgebildeter Holzfäller. Jetzt werden wir noch ausgebildeter Steinmetz. Steinbruch, Horten Stein und Horten Scherben. Okay. Fähigkeit lernen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier drüben dann auch ansehen müssen. Ansäen. So, die Fähigkeit haben wir gleich. Haben wir in diesem Moment. Wie viel brauchen wir? 6. Hier sind 5. Da sind 5. Hier sind 11. Hier sind 12. Das sind 7. Ich würde sagen, machen wir erstmal die Scherben. Und dann gucken wir nochmal nach Steinen. Ja, also so, ich sag mal so ein Zwischenfazit nach einer halben Stunde. Ganz lustiges Aufbauspiel, würde ich sagen. Nur viel typisch Aufbau. Es ist aber auch, also von der UI her, teilweise noch ein bisschen verwirrend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber wir gucken mal weiter. Dagrel, ich grüße dich. Hi. Moin. So, Hortenstein. Was macht er jetzt hier? Der macht Pause. Ah nee, er entlädt. Okay. Okay. Kann ich das hier irgendwie wieder abwählen? Du sollst jetzt Stein machen. Du sollst nicht mehr das? Der holt jetzt die letzte Scherbe hier raus, ne? Nee, warte mal. 5 Scherbenhaufen sind 40 Scherben. Wow. So war das aber jetzt nicht geplant. Und hier sind 6 drin, ne? Gewesen. Ne, 7 drin gewesen. Warte mal, kann ich das abbrechen? Ich würde dann gern mal. Sammeln mal Fels. Hallo? Fels. Excellent idea. Dann sammelst du halt hier Fels. Dann excellent idea.
Dann haben wir das auch schon mal erfüllt. Ah, geht gut vorwärts. Rundflug. Aber mal abgesehen davon, kommen wir jetzt hier irgendwie in die Spieloptionen. Genau. Und zwar Tastenbelegung. Oh, das steht aber auch gar nichts da. Twitch-Integration. Ach, hier steht's. Guck mal hier. Sobald sich WordTurtles mit dem Twitch-Kanal verbunden hat, können die Zuschauer folgende Chat-Nachrichten eingeben. Ausrufezeichen Mail-Meep, um den Namen des Chatters der Liste hinzuzufügen, aus der männliche Meep-Namen ausgewählt werden. Und Ausrufezeichen Female-Meep, um den Namen des Chatters und so weiter für weibliche. Twitch verknüpfen, bitte warten. Verknüpft, ich war da verknüpft. Ich war da schon verknüpft. So. Den haut's aber wieder raus, kann das sein? Jetzt ist die Wirtin ja wieder im Chat. For your assistance in getting our resource production on track. So, vielen Dank, Meep, dass du uns geholfen hast, unsere Ressourcenproduktion auf den Weg zu bringen. Probiere als nächstes einige der anderen Tutorials. Alles klar. Declonian Mobile. The Turtle moves. Vielen Dank, dass du geholfen hast. Probier jetzt das andere. Oder ein freies Spiel. Jetzt wo wir das mit dem Meep-Gedöns endlich raus hatten. Okay. Ich mach mal speichern. Geben Sie einen Kartennamen an. Puddington. Wir sind noch im Village. Speichern. So, jetzt würde ich aber ganz gern das nächste Tutorial machen. Systeminfo, laden, verlassen. Grafik. Hauptmenü, fortfahren, speichern. Muss ich da verlassen? Ich klicke mal auf verlassen, mal sehen, was passiert, ne? Weil wir haben das Tutorial jetzt abgeschlossen. Weiterspielen, Titelbildschirm. Ja. Also Ressourcen-Tutorial haben wir jetzt, ne? Hol das Maximum an Farmen raus. Forschungstutorial, Lenken-Tutorial, Aufwertungsgedöns. Okay, wir starten mal so ein bisschen, ne? Wir gucken einfach mal rein. Es geht ja darum, eigentlich nur groben Überblick über das Spiel zu erhaschen. Lord Puddington, den lasse ich gleich mal so Spiel beginnen. Good day, fellow Meep. Come rest a while and have a bite to eat. We can offer you grapes, corn and cabbage, which we grow around our founder's hex. These yields are just enough to sustain a small band of founders like us. But we will need to expand on our available food sources if we wish to attract more Meeps to our cause. Okay, also wir müssen unsere Nahrungsquellen erweitern, um noch mehr Meeps für unsere Sache gewinnen zu können. Wanderers hold the key to understanding our surroundings, which include crops and animals. There is some fertile soil on the border, which contains wild chickens, pineapples, and onions. These are of great interest to our wanderers, who have already previously mastered the art of domestication. Construct a wanderer's cabin close to this fertile area. Ja, mache ich gleich. Ich will mich bloß erstmal hier ums Lagerfeuer kümmern nebenbei, weil das schon wieder eine Aufgabe ist. Anni, danke schön für deine Lurk. So, an unseren Grenzen gibt es fruchtbaren Boden, der wilde Hühner. Wilde Hühner gibt es nur auf fruchtbaren Boden. Ananasse und Zwiebeln beinhaltet. Diese Ressourcen sind für unsere Wanderer von großem Interesse, die bereits die Kunst der Dominizierung gemeistert haben. Nasse Annas, genau. Nein, Mann, ich quatsche so noch nach. Baue eine Wandererhütte in der Nähe des fruchtbaren Gebietes. Das ist das fruchtbare Gebiet? Okay, dann gucken wir mal. Eine Wandererhütte.
Kann ich die nicht noch rotieren hier irgendwie? Das funktioniert so nicht. R geht auch nicht. Oh, so wählt man sie ab. Ja, ich hau die jetzt einfach mal. Wir haben einige wilde Fische und Weine, die in der Area wachsen. Sie können einmal harvestet, für einen initialen Supply und Appeal-Boost. However, harvested food only lasts for a limited time, and large excesses of food does not provide any value. Keep an eye on our current and planned short-term capacity, and schedule our subsequent crops accordingly. Guck mal, wir haben hier Abduktor, wir haben Janni und wir haben Devil Brain. Hier ist Janni nochmal. Janni, dich gibt's öfters. Olli ist immer dabei. Typisch Olli. Guck mal, wie Olli aussieht. Das ist doch, das ist Olli. So stelle ich mir Olli vor. Bestimmt als Female und Male. Benjo ist mit am Start. Tatsächlich, Janni ist einmal... Frau mit Bart? Und hier nochmal so, wie man sie halt kennt, ne? Okay. Michael Amelie. Okay. Ich denke, diese Sternchenträger hier, die haben auch irgendwas zu sagen hier. Keine Ahnung, wo die herkommen. So, gut. Also, was müssen wir machen? Wir müssen Hege das Feuer... 2 von 3. Okay, müssen wir noch ein bisschen machen? Ich denke, er tut hier noch, ne? Lord Puddington, du bist hier noch mitten dabei. We'd love to. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Jetzt haben wir es auch geschafft, okay? Und ernte Ressourcen. Warte mal, Janni, können wir dich hier irgendwo... Kannst du zum Beispiel dieses Huhn ernten? Nee, kannst du nicht. Hier hinten wird geerntet. Ah, okay. Ananasse. Ananasse gibt's hier. Hier unten gibt's Blümchen. Und ich bin mir nicht sicher, ob der jetzt Fisch... Ich habe keine Ahnung. Ja, Stella, hi! Hallo! Ich grüße dir. Na, alles gut bei dir? Jetzt kann ich Chaos stiften. Hier wird nicht gestiftet. So, Janni, Devil, okay. Geerntete Nahrung reicht jedoch nur für begrenzte Zeit und so weiter. Wir klicken mal weiter. As wonders domesticate new crops, more wild, harvestable sources will, as it were, crop up. Note that all non-builder meeps will suspend their other tasks. And prioritize any scheduled harvesting as soon as those harvests are ready, delaying progress on those tasks. So, we need to balance our needs carefully in future. But for now, let us harvest the available fish and vines. Okay, lass uns fürs Erste die verfügbaren Fische und Weinreben ernten, indem wir sie mit links anklicken. Weinreben, das sind Möhren. Das sind... Das sieht nicht nach... Das ist doch kein Wein hier, oder? Ananasse. Hier sind Fässer. Das sind Blümchen. Also Fische würde ich ja hier irgendwo sehen im Wasser, aber scheinbar auch nicht. Zum Ernten. Was ist das? Zwiebel? Knoblauch? Zwiebel. Hier gibt's Hühner zu ernten. Farms are long-term investments that take some time to construct and mature before they yield sustainable food supplies. Getting them started early can prevent future food shortages. Construct one farm on wide open terrain, then select the crops and livestock to be cultured. Zum Ernten. Geplante Ernte Fische. Wir ernten mal Fische. Ach, hier! Ah, okay.
Ja, wo, warte mal, Benjo. Kann ich dich hier zum Ernten schicken? Scheinbar geht das nicht. Wie kriege ich das denn hin? Warte mal, Janni? Janni kümmert sich um die Möhren. Okay, das ist okay. Devilbrain. Devilbrain, würdest du hier gern eventuell... Fische geplant. Das ist noch ein bisschen seltsam. Wie kriege ich denn... Hier haben wir noch die Weinreben. Weinreben geplant. Um es sein zu lassen, Linksklick. Zum Festlegen des Gebietes. Steuerung und... okay. Okay, okay, okay. Die Steuerung ist ein bisschen weiß nicht. Da muss man auch ein bisschen reinkommen, ne? Ja, bei mir alles okay soweit. Alles okay. Es ist bloß halt brechend warm heute, Stella. Hat du Möhrchen? Ich hab... Du hast Möhrchen. Guck mal. Janni hat Möhrchen. Nee, Janni hat jetzt Zwiebeln. Aber das sind doch Möhrchen. Janni hat eine sehr seltsame Möhrenzucht. Ich weiß nicht so richtig. Seit Mitte März nicht mehr. Oh, gute Besserung, Mensch. Zwiebeln besser als Möhrchen. Ja, die passen auch besser aufs Mett. Zibbeln, nicht Zwiebeln. Zibbeln. Aber hier wird... Jetzt sei mal nicht so zippelig. Das sind Zwiebeln, guck mal. Da steht Zwiebel, nicht Zippel. Ja, egal. So. Wo müssen wir jetzt weitermachen? Pass auf. Baue eine Farm mit weit offenem... Aber das haben wir noch. Oder müssen wir das noch erweitern hier? Ich weiß auch nicht so richtig, was der von mir will hier. Das ist ein bisschen seltsam, die Steuerung. Okay, 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 okay. Aber die machen hier ja, ne? Es ist ja nicht so, dass wir jetzt die ganze Zeit hier auf irgendwas warten müssen, sondern die normalerweise sollten die tun. Gut, Devilbrain steht halt hier bloß rum. Aber hey, immerhin, es bewegt sich hin und wieder mal jemand. Olli ist hier auch schon am Start. Der hat sich aber gleich hier dahinter versteckt, dass man ihn gar nicht sieht, wenn er ein Nickerchen macht. Benjo ist der Einzige, der hier rumrennt gerade. So, Feldfrüchte, Mieb ist Kombination auf... Okay, hier fehlen einige Sachen, denke ich mal. While waiting for the farm to be constructed, keep periodically harvesting wild crops to ensure a little, but not wasteful amounts of, excess supply and appeal. Note, that nearby tribal meeps will start joining our realm if enough excess housing, supply, appeal, and order capacity is available, in turn reducing these excesses. Mit genau was Harrow schreibt. Male Meep oder Female Meep. Das sind alles Meeps hier. Ne, wir meepen uns heute hier so ein bisschen durch das Spiel. Collector. Das sieht aber nicht so aus, als würdest du Collectern. Das halte ich für ein Gerücht. Das sind Vortäuschen falscher Tatsachen. Und keine Sau kümmert sich hier ums Feuer. Machen wir weiter. Wir müssen eine Farm errichten. Haben wir hierfür einen Standort? Hier drüben, der sagt,
hier sollten wir vielleicht hinbauen. Dann kloppe ich das mal hier hin. Und jetzt sollten ja diese Meeps... Ach, guck mal hier. Ne, jetzt gehen sie alle. Jetzt haben sie wieder was zu tun. Janni. Collector, Devil Brain, Benjo, nochmal Janni. Little Paw. Du hattest gefragt, was du machst. Ja, wenn ich das hier so beobachte, du sorgst dafür, dass die Grashalme nicht so hoch werden, indem du sie niedertrittst. Was ist deine Aufgabe hier? Können wir das irgendwie sehen? Automatisch umschalten? Bewegen? Das ist aber nur das Fenster. Ich bin mir nicht sicher, was du tust. Ich bin mir da nicht sicher. Aber wir könnten dich doch bestimmt hier irgendwo... Können wir dich hier irgendwo ansehen? Nee. Ich weiß es nicht so richtig. Es erschließt sich mir noch nicht. Ja, eben, das ist wichtig. Das ist wichtig. Ne, hier hat sich neben dir hat sich hier schon so ein Albino-Schwein angesiedelt. Und jetzt erstmal schön Waldspaziergang. Es regnet ein bisschen. Wie sieht es denn hier drüben eigentlich aus? Hier wird wie wild gebaut. Abductor ist mit dabei. Ich guck mal ganz schnell, ob wir hier neue Meeps haben. Benjo, Janni spricht den Grashalmen Mut zu. Weil Little Paw ist nämlich gerade hier unten. Hier gibt es ein Feld, das heißt Schwangerschaft. Was? She-Hulk-Meep. Okay, es... Ich weiß ja auch nicht. Ich weiß ja auch nicht. So, wir haben Farm. Sehr gut. Badam, badam, badam. Reeves can learn various skills from specialized Meeps, allowing them to perform a wider variety of tasks. Let your Reeve acquire the skill of wandering. Then let your Reeve scout around the edges of our realm for additional resources or points of interest to survey. Hat doch geklappt, Stella. Guck mal. Hat geklappt. So, Lord Puddington. Wir müssen mal gucken, was du jetzt hier... Du musst Fähigkeit wandern. Du musst Fähigkeit... Kann ich dich hier... Nee. Lerne wandern. Er hat Jöp gesagt. Wer hat das Feld jetzt geschwenkt? Ich habe keine Ahnung. Aber hier unten stand... Das stand... Also ich... Sobald Meeps Spezialistengebäude bewohnen. Spezialistengebäude. Können sie Nachkommen erzeugen? Okay, Spezialistengebäude. Je gesünder die Meeps sind, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie schwanger werden. Okay. Ja, Spezialistengebäude. Spezialistengebäude heißt das also. Ja, so liebe ich mir das hier. So liebe ich mir das hier. Our farmers have mastered the arts of cultivation and can now tend crops and livestock, which they will automatically do if they are not kept too busy on other tasks. Tended foodstuffs have increased yields. Dwellers can assist farmers with the increased amount of work. So, construct dwellings near the farm. Machen wir. Kann ich... Warte mal, die Nachrichten habe ich mal ausgeblendet. Ich habe mal das Ding hier, das können wir auch zumachen. Ja, geht.
Also du meintest nicht das hier, sondern dieses Hauptding, ne? Das poppt immer wieder auf, sobald wir im Tutorial weiterkommen. Behausungen bauen. Behausungen. So, Gebäude beauftragen. Ich würde sagen, wir hauen hier mal eins hin. Achso, das war schon. Which details all of the foodstuffs of our realm. We can use it to locate foodstuffs, plan the timing and types of our next harvests, and keep an eye on the impact of climate on our yields. Alles klar, wir beschleunigen mal ein bisschen. Klatsch, 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 klatsch. Oh, finish building! Finish building! Finally, we can also cultivate seafood to provide a balanced diet, which improves meat health. The cultivation of seafood at fishmongers' huts work in much the same way as the cultivation of crops and livestock at farms. Construct a fishmonger's hut to complete our quest for sustainable supply and appeal. Bau eine Fischerhütte. Ja. Ich hätte gern mal gewusst, dieses Gebäude. Ich meine, Olli steht jetzt hier schon, na, der hat schon Besitzansprüche, aber wohnt er auch hier drin? Weiß nicht so richtig. Jetzt kommt Little Paar sogar angerannt hier. Guck mal. Die wollen alle in das Haus hier. So, wir müssen mal weiterbauen. Und zwar gibt es irgendwo einen... Was, hier sollen wir das bauen? Oh, das kann sogar sein. Excellent choice. Machen wir mal. So, die Fischerhütte. Jetzt kommt... Jetzt die fleißigen Liesen hier. Jan hier und... Devil und Collected auch. Abductor ist mit dabei. Olli ist hier mit dabei. Stella hat sich kurz noch Fugenmoos aus der Treppe geritzt und geht jetzt auch rüber. Nur Little Paw ist halt. Weiß nicht so richtig. Was? Also, ja. Sorry, ich grüße dich. Hi. Hallo. Das Fugenmoos, genau. So, die Fischerhütte wird gebaut. Haben wir gleich. Diplomatic and trade expeditions further into our world require provisions to sustain the Meeps undertaking the journey. Once farmers and fishmongers have gained enough experience, they can prepare provisions. Expeditionen. Prepare the provisions required for our first expedition. Oh! This building's finished! The building is finished! Okay. Anpflanzen? Ja, aber was? Hier wird irgendwas angepflanzt? Irgendwas wird hier getan? Was können wir denn hier noch machen? Ach, hier war gar nichts. Warte mal. Kann ich hier irgendwas zuweisen? Hauptgetreide? Okay. Luxusfeldfrüchte. Ich bin überfordert. Wird gerade angebaut? Nichts. Wird gerade angebaut? Nichts. Provianthorten. Ah, hier können wir horten. Warte mal, wo ist denn, warte. Janni hat immer straff zu tun, ne? Warte mal, kann Stella hier vielleicht mal horten? Kannst du? Nee, geht nicht. Die UI ist ein bisschen schwierig. Warum guckst du immer aus dem Bild raus? Find das irritierend. Was? Ich... Aber wenn ich hier rüber... Wenn ich... Ich habe die Kamera nicht gespiegelt. Wenn ich da rüber gucke, dann gucke ich Richtung Chat. Und da gucke ich dann immer Richtung... Bild. Und wenn ich so gucke, dann gucke ich halt so ein bisschen an der... Ja. Wenn ich das so...
Dann verdecke ich halt ein bisschen was, weißt du, was ich meine? Ist vielleicht nicht so günstig, deswegen habe ich mich hier rüber positioniert. Ich habe aber schon, ich habe heute vor dem Stream ein bisschen was eingebaut, um mir meine Kameraposition zu merken. Dementsprechend weiß jetzt zumindest der Bot, wo die Kamera sich befindet. Das wusste er vorher nicht. Und jetzt könnte ich rein theoretisch auch mal gucken, ob ich die Kamera dann in dem Moment spiegle, wenn ich auf der linken Seite. Also das ist noch im Ausbau. Wo ist Haru? Oder drückt er sich? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, bisher hat er sich gedrückt. Oder wir haben ihn schon irgendwo weggesperrt. Das kann natürlich auch sein. Endlich arbeite ich mal was. Basri, hast du dieses Spiel hier schon mal gespielt? Weil das ist doch eigentlich auch sowas, was so ein bisschen in dein Kaliber fällt, oder? Der ist schon vor der Schildkröte. Ja, es kann sein. Sagt mir nix, okay. So, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Proviant horten. Fischern lernen. Ja, nee. Hier drüben war doch irgendwo was von Proviant. Warte mal. Überprüfe interessante Orte. Warum ist eine Kuh drauf? Lernen anbauen. Ich bin gewissermaßen irritiert. Janni. Horte die angezeigte Ressource, um weiterzukommen. Aber das müssen wir dann noch hier in der Farm machen, oder nicht? Das ist Tiere? Feldfrucht planen. Aber wie? Sag mir doch mal wie. Ach so, und ich muss dann umschalten. Okay, das ist wild. Mais. Und Vieh planen. Wir planen mal. Was planen wir denn für Vieh? Wir planen mal Kühe, ne? Oder? Wir planen mal Kühe. Einfach mal so. Rinder geplant. Ich habe keine Ahnung. Prost! Gibt's im Spiel auch einen Keller? Naja. Wir könnten den schon von der Schildkröte schubsen, ne? So ist es nicht. Haru lebt quasi am Bauchnabel der Schildkröte. Aber hier draußen können wir... Hier können wir drehen? Wie habe ich mich gerade gedreht? Ah, warte mal. Geht das auch hier drin? Tatsache. Okay. Mit Q und E. Hm. Macht ja auch Sinn, ne? Ist ja meistens so. Jetzt drücke ich immer Q und E. Hast du vorhin auch getrunken? Ich trinke nochmal, ne? Laborix, moin! Hi! Ich grüße dir. Na, alles gut? Tastenkürzel. Gebäude und Miep. Wir könnten hier ja auch noch einen planen, ne? Wir planen hier mal Fisch ein und wir planen hier unten mal, hatten wir nicht irgendwas gesagt, von Meeresfrüchten? Krustentiere und Weichtiere. Ich nehme erstmal die Krustentiere, ne? Weil wir die lang genug kochen, sind die auch weich. So, was haben wir hier? Nee, nix. Hier wird angepflanzt.
Ressource auswählen. Was? Erdbeere. Lol Gamer, hi! Test. Emote only, jetzt müsst ihr aber Emote spammen. Let's go! Was hat das Tastenkürzel? Will er uns damit sagen, wir könnten... Ja, schön. So, Hinweis. Hinweise können in Spieleinstellungen, Menü deaktiviert werden. Diese Symbole zeigen Informationen und nützliche Tipps und so weiter. Proviant. Wie kriegen wir hier Proviant? Also den richtigen Proviant. Wie kriegen wir das hin? Lager. Aber jetzt holt er Holz. Ich will nicht Holz holen. Das erschließt sich mir noch nicht so richtig. So, Janni tut hier nichts. Müssen wir jetzt erst warten, bis die hier fertig sind? Hier wird schon ein bisschen was geplant, aber... Little Paw ist mit auf dem Acker. Okay, das ist sehr gut. Unsicheres Wasser. Ja, okay. Sehr interessant. Stella sitzt irgendwo und ruht sich aus. Ne? Ich hab dich im Bilde hier, ne? Ich hab... Du. Ne? Achso, jetzt kann sie sich auch noch wehren. Der Emote-Modus ist aus. Passt. Okay, Sammlerlager. Okay, was haben wir hier? Das scheint ein... Das ist das Eco... Die Eco-Limits, die sind hier oben. Okay. Unsere Meeps, die stehen bloß rum hier, ne? So, wir könnten hier Zwiebeln ernten. Ich klicke einfach mal, ich habe keine Ahnung. Wen hatten wir jetzt ausgewählt? Mach mal. Ach, das macht der... Ich dachte, das macht Janni dann, aber... Ich weiß ja auch nicht. So, Auskundschaften habe ich jetzt auch mal geklickt. Ich klicke hier einfach sinnlos ein bisschen rum. Ausrufezeichen Ernte. Das Spiel hat eine Twitch-Integration, ja. Finde ich wahnsinnig. Finde ich wahnsinnig kult. Im Moment geht leider nur zu, also nur benennen. Aber vielleicht kommt da ja noch was. Ernte, nicht Ente. Ja. Achso, nee, Ente ist was anderes. So fröhlich, so fröhlich. So fröhlich. Das wollte Harrow mit Ente. Manu. So fröhlich. Ich bin so fröhlich. Stella, dieses Meme ist halt, es ist halt einfach Kult. Es ist einfach Kult. Aber das kanntest du schon. Das habe ich dir schon mal gezeigt, wo du hier warst. Das habe ich dir schon mal gezeigt. Wuchti, mein Guter. Moin, hi. Ich hab's verdrängt aus Gründen. Aus Gründen, wahrscheinlich.
So, ja, wir kriegen hier irgendwie keinen Proviant, ne? Das geht nicht vorwärts hier. Ich hab keine Ahnung. Warum nicht? Und Toko, moin, hallo. Für alle, die jetzt hier neu dazugekommen sind, vielleicht nochmal die Info. Wir werden heute hier, wir gucken uns heute verschiedenste Spiele an. Das ist das erste hier, World Turtle. Ich nehme es gerade auf YouTube. Hallo YouTube. Hey, ja, ich hau euch die Links dann dementsprechend in die Videobeschreibung. Wir gucken aber dann auch gleich weiter, ne? Weil wir haben, ich habe 4 Spiele hier, ne? Wir müssen Simulationen, alle Simulationen heute. Ich bin gespannt. Das erste ist auf alle Fälle schon mal eine Überraschung wegen der Twitch-Integration. Ich finde die UI ein bisschen, weiß nicht, teilweise ein bisschen verwirrend, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht liegt es aber auch an mir, ne? Fail-Garantie, ihr wisst ja. Es ist schon ganz, weiß nicht, ganz lustig gemacht. Ich simuliere Zeitdruck. Nein, simuliere ich nicht. Horten. Warum kann ich denn hier nichts... Horte die angezeigten Ressourcen, um weiterzukommen. Die angezeigten Ressourcen. Das ist aber nicht das hier, oder? Stein und Holz. Nee, Proviant. Proviant. Wird benötigt, um Meeps auf längere Missionen zu schicken. Baue Farmen und Fischerhütten, um Proviant zu erhalten. Haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Irgendwas passiert hier gerade. Ich muss euch noch sagen, dass ihr hier... Okay. Okay, jetzt wird hier geangelt. Oder... Nee, die sammeln das Gras raus, ne? Ihr sollt die Fische rausholen und nicht das Gras. Irritiert. Und wir haben trotzdem keinen Proviant dazu bekommen. Das erschließt sich mir jetzt hier doch nicht. Ressourcen, Aufgaben. Ach du Gott, was ist denn hier? Ich drück auch noch drauf. Anbauen. Anbauen, Wasserrad. Überflüssige, ich habe keine Ahnung. Ressourcen. Hier haben wir, ja, was auch immer Proviant heißt, ne? Forschungen. Können wir hier noch was forschen? Ich kann halt hier auch nichts klicken und nichts. Für lange Reisen außerhalb des Reiches Proviant erforderlich. Ja, will ich machen. Haben wir? Haben wir doch hier. Ich bin irre. Ich weiß auch nicht so richtig. Also rein theoretisch haben wir es, aber irgendwie auch nicht. Proviant 0. Balanciere V, was? Farmen? Freizeitzentrum? Nee, vorher muss hier Proviant dran. Hier schon nach Freizeitzentrum fragen, das ist ja frech. Wird ignoriert. Warum wird es ignoriert? Wo ist denn mein Lord Puddington? Ach, der haut hier immer noch Holz. Hör mal auf mit dem Mist. Komm mal hier rüber. Ich glaube, den habe ich gerade festgebackt, ne? Jetzt kommt er, okay. Kann ich dir hier sagen... Nee, kann ich auch nicht. Das ist wirklich wild. Du hast ein paar Rinder entdeckt. Wanderer sollten das Gebiet untersuchen.
Also ich würde sagen, wir haben uns das angesehen, weil ich weiß nicht so richtig, was da mit dem Proviant hier will. Oh, wir haben einmal Proviant. Wo auch immer das herkam. Warte mal, was haben wir denn hier noch? Das ist mir alles so verwirrend hier gerade. Manche Schaltflächen machen was, manche machen nichts. Das ist halt das, was mich so ein bisschen irritiert hier gerade. Du hast überall Schaltflächen, aber die wirken sich auf nichts aus irgendwie. Also zumindest ist es nicht ersichtlich. Es ist ein bisschen wild von der UI, also da müsste nochmal nachgebessert werden. Das ist so mein Fazit, was ich jetzt hier so aus diesem Ganzen, aus der... Ja, wir sind jetzt knapp schon über eine Stunde. Na, mein Fazit, also die Benutzeroberfläche ist teilweise noch ein bisschen teilweise überladen, teilweise unübersichtlich. Schaltflächen sind da, aber man kann nichts damit machen. Oder es erschließt sich nicht, was dann passiert und so weiter. Also es sind teilweise noch so ein paar Sachen, die auf alle Fälle verbessert werden sollten. Hier oben stand übrigens auch gerade, ne? Die Musik ist gecredited auf alle Fälle. Ich weiß aber genau, wenn ich das auf YouTube lade. Mal gucken. Das wird wieder lustig werden. Die werden wir doch so, das bestimmt wieder rausclaimen. Obwohl es eine, ja, Public License ist eigentlich. Aber naja, wir gucken mal. Gut, ich mache mal eine Speicherung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr über das Spiel denkt, wie ihr so, was, wenn, nur so aufgrund des Gesehenen, was ihr da so für Meinung über das Spiel habt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, YouTube.